Herr Kollege Mayer zur Erwiderung, bitte. Sehr geehrter Herr Kollege Winkler, ich habe Ihnen den Vorwurf des Zynismus und des Sarkasmus deshalb unterstellt und ich rücke davon auch nicht ab, weil ich es für vollkommen neben der Sache liegend halte, sich daran festzumachen oder darauf zu insistieren, jetzt endlich zu sagen, wie hoch denn diese Dunkelziffer ist an Zwangsverheiratungen in Deutschland. Wie wollen Sie denn reagieren? Es gibt offenkundig, die Zahlen liegen auf dem Tisch, 1000 Tatverdächtige, gegen die schon offiziell ermittelt wurde. Und jetzt sagt Herr Staatssekretär Schröder, und das ist auch meine Meinung, man kann annehmen, die Dunkelziffer ist weitaus höher. Sehen Sie jetzt gesetzgeberischen Handlungsbedarf dann nicht mehr gegeben, wenn die Dunkelziffer 1000 Fälle überschreitet oder 1000 Fälle oder 2000 Fälle unterschreitet? Es ist doch zynisch, und ich bleibe auch ganz bewusst auch bei dieser Wortwahl, sich jetzt so an dieser Zahl festzumachen, wie hoch denn diese Dunkelziffer tatsächlich sei. Dass das Phänomen und dass die Problematik der Zwangsverheiratung in Deutschland evident ist und offenkundig ist, ist doch unbestreitbar. Die Fälle liegen doch auf dem Tisch. Und ich würde Ihren Vorwurf uns gegenüber ja vielleicht sogar noch nicht verstehen, aber vielleicht sogar noch mir erklären können, wenn die Schaffung des eigenen Straftatbestandes 237 die einzige Antwort wäre, die wir auf dieses Problem der Zwangsverheiratung geben. Aber ich habe ja auch in meinen Ausführungen deutlich gemacht, man muss natürlich im Rahmen eines Maßnahmenpaketes gegen die Zwangsverheiratung vorgehen, sowohl präventiv, durch eine Stärkung der Frauenrechte, durch verbesserte Integrationsangebote, durch vor allem auch verstärkte Deutschkurse, die man den jungen Frauen auch angedeihen lässt, aber natürlich auch repressiv, zum Beispiel im Wege des Strafrechts, durch eine Schaffung eines eigenen Straftatbestandes, aber auch, und deswegen möchte ich auch noch mal Ihren Einwand entgegnen, durch die Schaffung eines selbstständigen Rückkehrrechts von bis zu 10 Jahren für die Frau, die zwangsverheiratet wurde oder die zwangsverschleppt wurde. Und ich glaube, wenn man sich dieses Maßnahmenpaket der Bundesregierung ansieht, der christlich-liberalen Koalition, dann hat das wirklich Hand und Fuß, dann kann sich das sehen lassen. Dass man daneben natürlich auch noch mehr für Frauenhäuser tun kann, ist vollkommen richtig. Aber, lieber Herr Kollege Winkler, dafür ist nicht der Bund zuständig, dafür sind die Länder zuständig. Jeder muss vor seiner Haustür kehren. Ich glaube, der Bund hat seine Hausaufgaben mit dem Gesetzentwurf, der heute in der ersten Lesung beraten wurde, ordentlich gemacht. Thank you.